Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. In der heutigen Folge hält Kianes seinen Vertrag ein und Shadow hat mir einen sehr interessanten Ort gezeigt. Viel Spaß beim Schauen! Freunde, ihr habt es bestimmt bei den anderen schon richtig viel mitbekommen. Ich habe Beule das Gesicht gezeigt, ich habe Sitashi das Gesicht gezeigt und sie wurden auf jeden Fall zu Shatterwas Untergebenen und das finde ich so toll. Finde ich sowas von toll. Aber das ist noch nicht genug. Ich will unbedingt mit Shatterwa reden, um zu fragen, ob das, was ich gerade mache, überhaupt wichtig ist und richtig ist, was ich hier mache, ob er schon zufrieden ist, ob ich noch viel, viel mehr machen soll. Und deshalb werde ich auf jeden Fall immer noch weiterhin auf Seelenjagd gehen, Freunde. Seid ihr schon mal ready? Ich fliege mal Richtung zu Shatterwas Altar, weil ich habe über Umwege gehört, dass dieser Altar sich wohl verändert haben soll, dass er wohl anders ist. Und ich spüre die Präsenz von Shatterwa auf jeden Fall auch sehr, sehr stark vor mir und um mir und ja, keine Ahnung, er ist ja ein Teil von mir. Ich spüre überall, dass Shatterwa mittlerweile viel, viel stärker geworden ist. Und deshalb, liebe Freunde, machen wir uns einfach auf den Weg, um mit Shatterwa jetzt zu sprechen. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich einfach viel zu sehr freue ich mich. Wir sind sogar gleich da. Das ging jetzt super duper schnell. Immer wenn ich mit euch quatsche, vergeht die Zeit einfach so schön schnell. Und wir sind jetzt hier gleich beim Altar. Und ich werde dort gleich mit Shatterwa sprechen. Er wird immer stärker. Ich kann es einfach spüren. Und das ist so wichtig. Ich werde mich um weitere Seelen kümmern. Das kann ich jetzt schon versprechen. Wir gehen einmal hinab. Wow. Okay. Wer auch immer das gesagt hat, hat nicht gelogen, Freunde. Er hat einfach nicht gelogen. Es sieht so wunderschön aus, Shatterwa. Was hast du denn hier gemacht? Das ist ja super symbolisiert. Das ist ja eine ganz komische Ecke. Wow, das sieht ganz, ganz komisch aus, aber es gefällt mir so sehr. Hier sieht es einfach wundervoll aus. Das sieht aus wie im Weltall. Oh mein Gott, guckt euch das gerade mal an hier. Wie sieht das denn aus? Okay. Ich will keine Zeit eigentlich verlieren, weil ich habe eine sehr, sehr wichtige Mission. Vor allem will ich Shatterwa nicht enttäuschen. Das ist das Allerwichtige daran. Okay. Shatterwa! 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 So sieht man sich wieder, Kiro. Schön, dich zu sehen. Ja, es ist auch schön, wieder dich zu sehen, Shatterwa. Immer wieder schön, immer wieder schön. Okay, die einzige Sache, die mich hier gerade wurmt, die ich dich fragen möchte, ist, mache ich das alles hier richtig? Bist du zufrieden mit der Seelenbeschaffung? Bist du zufrieden mit dem, wen ich dein Auge schon gezeigt habe? Wem ich alles schon darüber berichtet habe? Und dass so viele von den ganzen YouTubern, ja selbst Zio, weiß mittlerweile von dem Blick des Untergangs. Ist es das, was du willst? Bist du zufrieden mit meiner Leistung? Wer frage ich dich gerade? Meine Mission ist noch nicht vollendet. Oh. Die anderen müssen mein Gesicht sehen. Ja, das mache ich. Das Wichtige dabei ist, dass du noch einen Handel mit Kianes hast, welcher du eine starke Seele für mich besorgen kannst. Oh mein Gott, stimmt, Freunde. Das habe ich total vergessen. Ich mache mich sofort auf den Weg, Shatterwa. Ich habe das ja total vergessen. Kianes hat ja einen Vertrag mit mir gemacht und das kommt jetzt richtig gut. Einfach fein. Kianes hat ja gesagt, er tauscht sich mit Stace im Gefängnis aus. Das habt ihr gar nicht mitbekommen aus meiner Sicht, aber jetzt müsst ihr es auf jeden Fall. Und Shatterwa hat mich gerade daran erinnert. Oh, das habe ich total vergessen. Sowas darf ich eigentlich nicht vergessen. Und was das bedeutet ist, dass ich eine starke Seele besorgen kann, wie Shatterwa gerade gesagt hat. Okay, Shatterwa, ich mache mich auf den Weg. Wir dürfen gar keine Zeit verlieren. Ich muss zum Sonnentempel direkt gehen, Freunde. Seid ihr schon so gespannt wie ich? Ich freue mich jedes Mal darauf, wenn Shatterwa irgendwas mir auftragt. Das ist einfach das Beste, was es gibt. So, Freunde, in diese Richtung geht es zum Heiligen Sonnentempel. Oh mein Gott, was bauen die denn da eigentlich die ganze Zeit? Es ist mir so egal, ich werde es sowieso früher oder später kaputt machen. Man munkelt. Oh, da ist hier auch schon... Oh, ich stelle mir alles so schön rot und mit Deep Slate und Basalt vor. Das sieht doch viel, viel schöner aus als das, was es jetzt gerade ist. So, okay, ist Kianes hier sogar? Könnte es sein, dass Kianes hier ist direkt? Ich sehe ihn noch nicht. Kianes, komm raus, egal wo du bist. Vielleicht versteckt er sich vor mir. Ich will aber nicht, dass er sich vor mir versteckt, das darf doch nicht sein.
Was haben die denn hier für einen Raum? Wahrscheinlich ist hier dann der Schlafsaal oder so. Wo ist nur Kianis? Wo ist nur Kianis? Moment. Was ist denn hier unten eigentlich? Wow. Oh, hier sind Creeper und Monster. Hier ist eine halbe Armee. Was soll das denn? Geh mal weg jetzt hier. So. Wo ist jetzt Kianis, wenn man ihn einmal braucht? Einmal, wenn man ihn benötigt. Wieso ist das hier eigentlich alles so dunkel? Ich mach mal den Shader aus. So gefällt mir das schon mal viel, viel besser. Wo bleibt jetzt Kianis? Wo bleibt der? Wo bleibt der? Wo bleibt der? Versteckt er sich? Ich guck jetzt mal in jeder Etage nach. Kianis, komm raus. Ich werde dir auch nichts tun. Wir haben einen Vertrag einzulösen. Oh, hier sind Notenblöcke. Bing bong, bing bong. Wo kann er nur sein? Wo kann er nur sein, Freunde? Ist er überhaupt online? Online ist er auf jeden Fall. Doch wo ist er nur? Ist er vielleicht ganz oben? Ich höre hier was. Hallo, Kianis. Ich wurde an etwas sehr Wichtigen erinnert. Was wurdest du erinnert? Erinnerst du dich an den Vertrag, den du gegeben hast wegen Stays? Ein Mann, ein Bord und so? Ich würde mal sagen, dass die Woche angebrochen ist. Ja, das stimmt. Die Woche ist auf jeden Fall angebrochen. Richtig. Ein Mann, ein Wort. Wohin schickst du mich jetzt? Du kommst auf jeden Fall dahin, wo Stace hingekommen ist. Das ist super duper wichtig, damit auch jeder der Höllenkrieger sehr nah an dir dran ist, um dich ein bisschen bewachen zu können und so. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Du weißt. Ein Mann, ein Wort, das stimmt. Wenn du nichts geklaut haben willst, weder von mir noch von den anderen, dann lege nur deine Wertsachen in den Spind. Den Schlüssel kriegen sie später. Ich leg alles rein. Versprochen. Alles kommt da rein. Aber eine letzte Sache. Erzähl mir diese letzte Sache. eine Sache habe ich noch, die mir sehr wichtig ist. Okay. Hast du eine Elytra für mich? Eine Elytra? Ja, die kannst du dann später gleich wieder haben. Von mir aus habe ich. Hast du? Okay, ja. Alles klar, dann warte, ich lege das hier noch alles rein. Okay. Von mir aus auch los. Aber eine Sache musst du mir versprechen. Eine Sache muss ich versprechen, mal schauen. Dafür, dass ich da jetzt reinkomme, lässt du komplett alle anderen in Ruhe. Alle anderen? Definiere alle anderen. Einfach alle, Mann. Solange du also im Gefängnis bist, soll ich gewährleisten, dass ich alle anderen in Ruhe lasse. Ja. Ich darf sie also nicht töten. Eben nicht, aber ey, ich hab diesen scheiß Vertrag voll vergessen. Okay, eine Bedingung. Ich lasse sie in Ruhe im Sinne von ich töte und klaue nichts, aber ihre Seelen schwächen, das möchte ich noch können. Wie willst du ihre Seelen schwächen? Jeder Totem, der in der Hand einer starken Seele gepoppt wird, schwächt die Seele. Ich habe mal eine Frage an dich. Spreche ich gerade mit Kiro oder spreche ich gerade mit Shatawa? Du sprichst ganz normal mit Kiro. Alles klar, dann gib mir deine Elytra und lass uns los. Super wichtig. Hier ist die Elytra. Und dann gehen wir schon hoch. Oh, Shatawa wird so stolz sein. Raketen? Ich hab keine Raketen. Oh, ja. Okay. 8 Stück sollten, glaube ich, reichen. Ich habe selber jetzt nämlich auch nur noch 8. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Los geht's. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, Freunde. Wir werden eine starke Seele erhalten von Kianis. Und das ist so was von leicht. Ich werde ihn jetzt einfach in diesem Gefängnis überführen und überlisten. So, leider hat er jetzt seine ganzen Sachen weggepackt. Das hätte ich ihm natürlich auch noch gegönnt, wenn diese dann weg sind. Aber man kann halt nicht alles haben, Freunde. Ich glaube, an dieser Stelle kann ich den Shader wieder anmachen. Ja. Ich bin da. Sehr gut, sehr gut. So, dann komm mal hier runter und begrüße dein neues Zuhause. Moment, wo ist denn das Bett hin? Ich muss mich kurz um das Bett kümmern. Einen Moment bitte. Habe ich das hier irgendwo? Liegt das hier irgendwo?
Bleib auf jeden Fall ganz kurz hier. Bleib ganz kurz hier. Ich nehme jetzt einfach mein Bett, Freunde. Das ist mir jetzt so egal. Ich beschwere mich zwar immer darüber, dass irgendwer mein Bett abbaut, aber ja, mit den anderen Raketen kommt er jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr weit. Also ich lasse die da jetzt einfach da. Ich glaube, ich kann darauf vertrauen, wenn er sagt, ein Mann, ein Wort, dass das hier auch alles passt. Sollte es nicht so sein, ist er halt ehrenlos so. Und dann stimmen alle Behauptungen, die ich jemals aufgestellt habe. Und das, ja, würde ihm, glaube ich, nicht so passen. Deswegen sehen wir jetzt nach. So, du bist ja da geblieben, das ist ja schön. Okay, ja. Perfekt. Hier ist dein Bett. Bam. Einmal bitte rechtsklicken, so dass ich sehe. Und so, dass ich sehe. Warum? Was willst du machen? Na, ich will ja nicht, dass du einfach abhauen kannst, indem du verhungerst oder so. Sehr gut. Und dann besorge ich mir die Seele direkt. So. Perfekt. Und das Tote ist natürlich Steuerzahlung. Danke für deine Seele. Den Rest kannst du da behalten. Okay, Sie haben einen Anruf frei. Wen möchten Sie kontaktieren? Ich will meinen Bruder kontaktieren. Siu. Ja. Organisieren wir. Dass du mit Siu reden kannst. Das organisieren wir. Was willst du hier jetzt? Was soll ich jetzt hier tun? Was ist meine Aufgabe? Naja, eigentlich, dadurch, dass du deine Position mit Stace getauscht hast, wird halt eben dir das widerfahren, was eigentlich Stace widerfahren sollte. Und zwar wollte ich ihn hier drin so die Seele brechen, dass er ein untergebener Shatterwas freiwillig werden möchte. Du denkst, ich werde ein Untergebener von Chatawa. Das ist deine ehrliche Denkweise gerade. Ja, das wäre doch schön, du und ich in einem Team nach all den Strapazen, die wir in der Vergangenheit auch miteinander hatten. Also das wäre das Beste, glaube ich, was es je geben würde. Kiro, hör zu. Ja. Ich sage dir ehrlich, dieser ganze Chatawa-Wahnsinn. Ja. Du musst da rauskommen, Digga. Ich will dir helfen. Aber das, was gerade mit dir los ist, das bist nicht du, deshalb wach auf! Ich bin hellwach! Du solltest lieber deinen Kopf da wegmachen, weil ich sabber schon fast vor Kopf besorgen. Okay, alles klar. Eine letzte Frage habe ich noch. Eine letzte Frage? Okay, gewährleistet. Weißt du irgendetwas über den Sonnengott? Erwähne diesen Namen am besten nicht. Irgendwie gefällt mir dieser Name nicht. Okay, alright. Und deswegen, alles deine Strafe ist einmal Josef-Exekution noch. Ey, bitte nicht. Viel Spaß hier drin. Ey, nein! Ja, noch mehr. Immer noch ein Seelenfragment. Und dann nochmal, es sind noch 4 Josefs übrig, wenn er sich wieder hier in den Body... Ja. So, du kriegst noch ein bisschen was zu essen, bevor ich es vergesse. Okay, danke. Ich muss jetzt mit Chatawa reden, ob das gut ist, was ich getan habe. Tschüss! Auf Wiedersehen. Chatawa wird so froh sein, dass er eine starke Seele endlich bekommen hat. Ich bin so gespannt, Freunde, was jetzt daraus geworden ist. Ich flieg direkt zum Altar. Moment, es geht jetzt richtig ab. Oder nein, warte mal. Ich muss noch eine Sache überlegen. Wenn Kianis ja weg ist, Freunde... Wenn er jetzt eingesperrt ist und von diesen ganzen Sonnengelumpe da nicht mehr da sein kann, was bedeutet das? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die anderen um jeden Preis versuchen, ihn dann natürlich rauszuholen. Ich muss auf jeden Fall die ganzen Höllenkrieger-Leute rankriegen, damit sie Bescheid wissen, dass sie ihn bewachen müssen. Also verlieren wir jetzt gar keine Zeit mehr und gehen direkt zu dem... Alter, wo ich mit Chatawa sprechen kann. Es wird so richtig episch, Freunde. Es wird einfach nur maximal episch. Wie findet ihr die Folge bis jetzt? Lasst auf jeden Fall unbedingt ein Like da. Freunde, ich bin jetzt auch gleich da, endlich. Oh mein Gott, ich werde mich so freuen. Hat sich vielleicht irgendwas verändert oder so? Ich werde so gespannt sein, was Chatawa mir irgendwie mitteilen möchte. Oh mein Gott, ich kann schon vor lauter Aufregung gar nicht mehr reden miteinander. Oh. Das, sieht anders aus. Ich glaube, du hast gesehen, was deine Tat für eine Kraft entfesselt hat. Vielen Dank.
Sehr gern, Shatterbar, muss ich jetzt nicht mal mehr dreimal deinen Namen rufen. Bist du jetzt schon stark genug oder was? Wow, Freunde, das ist viel zu gut, viel zu gut, viel zu gut hier. Oh mein Gott, das gefällt mir richtig. Was? Der Raum hat sich jetzt nur durch gerne seine Seele so verändert. Und man kann jetzt einfach mit dir reden, ohne dich dreimal rufen zu müssen? Oder ist das jetzt nur bei mir so? Ich verstehe das nicht. Aber ich glaube, du bist... Also man kann sehen, dass du mehr als nur glücklich bist darüber. Über die Situation, dass du jetzt... Oh, was ist das denn? Dass du jetzt hier deutlich mehr Kraft bekommen hast. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, was kann ich als nächstes tun? Ist das gut, was ich tue? Soll ich einfach mal... Geh zu dem Ort, an dem meine maximale Kraft entfesselt werden kann. Der Ort? Diesen Ort kennst du. Ich kenne ihn? Du stehst gerade auf ihn. Hä? Nur ist dies nicht die richtige Intervention. Denk daran, mit welchem Glück das Höllenloch gebaut wurde. Ich bin ein bisschen verwirrt, Shatterbar. Aber ich verstehe. Ich bin an dem Ort schon, nur ist das nicht die richtige Dimension? Heißt das, ich muss irgendwie ins End? Wegen den ganzen Galaxy hier oder? Nein, 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 nein. Shatterbar hat doch gerade gesagt, denk daran, mit welchen Blöcken das Höllenloch gebaut wurde. Das Höllenloch ist überwiegend mit Netherrack und diesen ganzen Sachen gebaut worden. Bedeutet... Meint er damit, ich soll in den Nether gehen? Ist das, was er möchte? Ist es das, was Shatterbar will? Dass wir jetzt ins Nether gehen? An dieselbe Koordinate? Ist es damit gemeint? Ich meine, der Eingang hier ist ja auch so mit Nether-Zeugs gebaut. Oh mein Gott, hier sieht es einfach so wunderschön aus. Ich glaube... Oh mein Gott, ich habe hier... ich brauche erstmal doch Raketen. Ich kann wirklich Blöcke platzieren. Ich habe übrigens wieder Blöcke gefarbt, wie ihr sehen könnt. Das ist richtig gut. Das ist gut, das ist so gut. So, was habe ich denn hier? Weg damit. So, okay. Ich glaube, ich bin soweit. Hä? Ach so, dass die... Ach so, stimmt. Das, das ist ja das Zeug von Giannis. Ich habe mich schon wieder komplett vergessen, weil ich übertrieben glücklich bin. So, jetzt muss ich mich einmal orientieren. Lass mich hoch jetzt. Wer kommt da? Hä, das ist ja Beule! Beule, was machst du denn hier? Hey, warte mal. Ich muss dir mal eine ganz besondere Sache zeigen, okay, Kiro? Bist du bereit? Ich habe meine Seelenachse wieder, Mann, mein Todesurteil. Und ich bin wieder... Ich sehe wieder so blau aus. Oh, sehr gut. Ey, du bist wieder blau. Komm mal mit runter. Guck mal, da hat sich voll was verändert. Was hast du jetzt hier tun? Und warte mal, und... Hey, warte mal. Hier hat sich alles verändert. Und zwar habe ich Giannis seine Seele vorher geholt. Oh mein Gott, aber warte, was ist mit diesem Raum passiert, Mann? Wieso sind hier... Warte mal, was sind das für Blöcke? Was ist hier passiert, Mann? Ich glaube, deswegen ist das so. Aber egal, darum geht es jetzt gerade nicht. Beule, Shatterbar hat mir gerade was sehr Interessantes gesagt. Und zwar gibt es einen Ort, wo wir seine vollständige Kraft entfesseln können. Es ist nicht... Also, wir sind an diesem Ort schon, nur es ist nicht die richtige Dimension. Und er hat mir den Tipp gegeben, dass ich daran denken soll, mit welchen Blöcken das Höllenloch gebaut wurde. Und das ist der Nether. Wir müssen ins End, ne? Ins Nether war ich natürlich, Mann. Ja. Okay, komm, wir gehen jetzt ins Nether. Los. Freunde, das ist ja maximal spannend, einfach, was hier gerade passiert. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wie ist das möglich? Wie ist das einfach möglich, dass Shatterbar über alles Bescheid weiß? Ich bin so gespannt. Wir müssen jetzt unbedingt ins Nether und dann zu der Koordinate 666. 666, wo ist denn hier nochmal der Tempel gewesen? Ich glaube hier irgendwo, Moment, der Dschungeltempel, der ist hier. Wir müssen da jetzt so schnell wie möglich hin, ich freue mich schon so sehr. Hier unten. Ja, ist Beule noch da? Beule ist noch da, sehr schön. Ich bin noch da, ich bin sowas von da, ich bin so doll da wie noch nie. Bist du bereit? Ich will jetzt herausfinden, Kiro, ich hab gar keine Ahnung. Komm her. Oh, ja, lass uns rüber treten. Oh, es wird spannend. Ich bin so aufgeregt. Okay. Oh, wie lange war ich schon hier nicht mehr im Nether, Mann? So, jetzt muss ich mich einmal orientieren. Wo geht es Richtung 666? 666. Hier geht's in den positiven Bereich. Wir müssen so in diese Richtung ungefähr. Komm mit. Okay. So, wir fliegen. Oh ja, das ist richtig. Einfach so diagonal bleiben. Dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Ah, geht's hier durch? Ah ja, hier geht's, glaube ich, durch. Oh mein Gott, warum ist das hier so klein alles? Das gefällt mir gar nicht. So, weiter geht's in diese Richtung. Ich bin so gespannt, was kann da nur auf uns zukommen gleich? Es wird so toll. So, was haben wir hier? Oh ja, hier ist das Seelensand. Was rede ich da? Hier ist die Seelensandfestung von dem, wo Sitashi seinen Kopf her hat. Ah. Warte mal, und ist hier die Koordinate 666? Ist hier? Nein, noch nicht. Wir müssen noch weiter. Hier lang, hier lang. Ich glaube, wir sind jetzt gleich da. Wir haben fast 666 erreicht. Ich glaube, noch in diese Richtung. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich verflieg mich gerade. Ich verflieg mich gerade. Oh, hier ist sogar eine Bastion. Moment. Oh, du bist noch da. Okay, gut. Das ist hier alles ein bisschen stark verwickelt. Aber wir kriegen das hin. Oh mein Gott. Oh, warte was mal. Ist das? Ich glaube nicht, dass das was Normales ist. Ich glaube nicht, dass man das normalerweise findet im Nether. Warte, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, Beule! Was ist denn das? Warte mal, ist das... Warte, erklär mir, was hat Shatawa dir erzählt? Wo sind wir hier? Was soll das wir sein? Wir sind genau an der Koordinate 666666 in dem Sinne. Nur sind wir jetzt im Nether und hier sind Bücher. Komm, sprich mit mir, wo sechs... Moment, Moment. Dieses Buch habe ich mal bekommen. Was ist das hier für ein Buch? Die Verbannung für Timmy war wohlgetan. Das ist auch einer meiner Bücher. Und hier, was ist da? Was ist da? Sei ein Freund in dieser Schlacht. Hilf mir die Kraft. Sie wird. Das ist mein allererstes Buch, was ich von Shatawa bekommen habe. Was? Wieso sind denn hier deine Bücher alle? Warte mal, sind hier auch meine Bücher, die ich verloren habe? 100%, hier sind alle Bücher, die verloren gegangen sind. Ja, das ist... Ah, nee, warte, bewahre die Seelenachs, um Beutel zu lehren. Das ist das Buch von Steinchen! Ja, das ist das, was Steinchen bekommen hat. Mann, das hat er mir erzählt, ey. Warte mal, das musst du mir kurz durchlesen. Warte, gib mir einen Moment. Nimm das. Also, lies es durch. Ich guck mal gerade hier. Warte mal, da hinten ist auch noch eins. Sag mir, wenn du durch bist, Beule. Es wird hier richtig spannend. Da drüben ist noch ein Buch. Shatawa war die Person, die Steinchen befohlen hat. Oh. Ich hab zu weit geworfen. Ah! Nein! Okay, Beule? Ja. Hier. Was sind das für Blöcke hier? Da ist noch ein Buch, da will ich hin. Ja. Ich bin da, ich bin da. Komm auch noch. Ich bin so gespannt. Gibt's sonst noch irgendwo ein Buch? Ich glaube nicht. Ich sehe dabei gar nichts. Du schaffst das. Oder du schaffst es nicht, Beule. Wo bin ich jetzt? Wo bist du? Oh. Ich bin unter der Erde, Mann. Du bist da rumgeschwommen. Okay. Warte mal. Aber es gibt hier wirklich überhaupt kein Buch mehr, Freunde. Das ist super gut. Was haben wir hier gefunden? Was ist das? Du fandest das Buch. Das ist mein Buch. Das ist dein Buch. Das ist mein Buch, ey. Okay, jetzt verstehe ich, warum die Bücher immer verschwunden sind. Sie sind hier hergekommen. Sie sind in diesen Ort zurückgekehrt, Mann, nachdem wir unsere Aufgaben erledigt haben. Beule, spürst du das auch? Hier in der Mitte ist irgendwas interessant. Aber was sind das für Blöcke, Mann? Diese Blöcke geht's dann nochmal in Minecraft. Ritualobjekt 4, Ritualobjekt 3... Ritualobjekt 2, Ritualobjekt 1? Warte! Du hast mir doch was erzählt von Ritualobjekten. Du hast doch selbst ein Ritualobjekt bekommen, oder nicht? Ja, hab ich. Warte mal, ich muss hier irgendwo eine Ender-Chest platzieren können. Komm mal kurz mit. Ja, hier ist nämlich mein Ritualobjekt 1. Ich habe ja schon ein Ritualobjekt. Ich kann das jetzt da gleich mal hintun. Warte, was wird da passieren, Mann? Was sind das für Rituale, die wir hier... Ich bin so gespannt. Krieg ich das jetzt hier... Oh mein Gott, kann ich das jetzt hier platzieren? Okay, bist du bereit, Beule, dass ich jetzt da rein zu? Platzier's rein, Mann. Okay, Ritualobjekt. Es passt! Es kommt rein, Mann. Warte mal, das heißt... Ritualobjekt 1. Wir haben noch drei andere Objekte.
Okay, ey, warte, hast du eins? Hat Steinchen eins? Hat irgendwer eins? Nein, ich hab keins, Mann. Ich hab gar nichts. Aber weißt du, was ich noch hab? Ich hab's gerade gesehen. Ich hab noch dieses Buch hier von Shutterwall. Ich muss noch meine Aufgabe erfüllen. Und dann wird's hier wahrscheinlich auch noch irgendwo reinkommen. In irgendeins von diesen Bücherständern hier. Oh ja. Mach das, mach das. Okay, Beule. Dann haben wir definitiv noch mehr jetzt zu erledigen, denn je zuvor. Okay. Oh Mann, ich werde mir auf jeden Fall mein Ritualobjekt besorgen, Mann. Ich werde mir da Mühe geben, ich werde mich beeilen. Okay, ich lasse das jetzt einfach hier drin. Ich glaube, das ist besser so. Wir dürfen niemanden hiervon erzählen. Nein, das ist unser Geheimnis, Mann. Wir sind die Einzigen, die davon wissen, ey. Richtig. Wir sind Shutterwars Untertan, Mann. Wir sind die Einzigen, die von Shutterwars... Richtig. ...die ganzen Geheimnisse von Shutterwars kennen, Mann. Okay, Freunde, dann sehen wir uns demnächst. Ich gehe jetzt. Okay, Freunde, das war eine extrem spannende Folge einfach. Wie krass ist das denn hier? Okay, ich muss jetzt hier irgendwie noch einen Weg zurückfinden. Aber bis dahin, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da, Abo und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst.